Guten Morgen und ein herzliches Willkommen zum Forex am Morgen, Ihrem persönlichen Marktaus- und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir haben Mittwoch, den 30.04.2014, 10.06 Uhr ganz genau. Die deutsche Arbeitslosenquote, auf die haben wir gewartet, deswegen kommt das Video auch ein wenig später. 9.55 Uhr wurde diese veröffentlicht. Leicht bessere Zahlen vom deutschen Arbeitsmarkt, der Euro reagiert weniger als sonst. Wir hatten uns da mehr Volatilität erwartet. Nicht umsonst haben wir deswegen extra abgewartet. Der Euro reagiert hier mehr technisch an der unteren Unterstützung im Bereich der 1,3782. Was erwartet uns heute grundsätzlich noch, außer den deutschen Arbeitsmarktzahlen? Nun, zwei wichtige Termine. 14.30 Uhr aus den USA, das BIP, das Bruttoinlandsprodukt für das erste Quartal in der ersten Veröffentlichung. Volatilität ist hier also garantiert. 20 Uhr, FED-Zinsentscheid und natürlich die Pressekonferenz mit Janet Yellen. Also hier wird vermutlich bis 14.30 Uhr wenig passieren und dann letztendlich explosivartige Bewegungen einsetzen, die sich dann um 20.15 Uhr nochmal wiederholen. Wie ist die Situation im Euro? Unverändert seitwärts. Solange hier das Dreieck weder bullisch noch bärisch bricht, macht es dort wenig Sinn, sich zu engagieren. Heute sind untergeordnete Scalps denkbar. Eben das Traden dieser Seitwärtsphase, das Traden der Range ist halt so eine Sache. Man kann natürlich auch auf den Ausbruch warten. Das gleiche gilt für den British Pfund, US-Dollar. Der konsolidiert momentan hier in den letzten Handelskerzen in einem sich zuspitzenden neutralen Dreieck. Übergeordnet ist das Ding weiterhin seitwärts. Der bullische Druck ist vorhanden. Short-Positionen sind unterzugewichten, Long-Positionen sind überzugewichten. Und alles in allem muss man sagen, wenn wir hier das Dreieck nach oben hin aushebeln könnten und dann auch noch hier dieses aktuelle Jahreshoch von dieser Woche hier ja aushebeln könnten, dann wäre Platz nach oben. Ansonsten sieht man hier abwartende Haltung vor den wichtigen Zahlen um 14.30 Uhr und um 20 Uhr. 20 Uhr ist fast sogar noch wichtiger als 14.30 Uhr. Denn die Notenbankpolitik wirkt sich stärker aus als das Bruttoinlandsprodukt normalerweise. Australische Dollar, US-Dollar läuft weiter in seiner bullischen Flagge. Zwei Setups, wenn man hier unten nicht reingekommen ist, dann würde man im Prinzip, würde ich da noch warten. Einmal hier in den Bereich der 0,9170, 0,9180. Solange er das Niveau hält, ist er sowieso long. Und falls er heute die bullische Flagge hier nach oben aushebelt, Sie sehen es schon, das letzte Hoch, das letzte Tief aushebelt, nach oben geht, über die 0,9322 ansteigen kann, dann triggert er, dann löst er hier die bullische Flagge nach oben hinauf und sollte dann ansteigen können. Zuspitzung im Euro-Yen, das nenne ich mal eine Zuspitzung. Wenn jetzt nicht bald ein Ausbruch kommt, verliert allerdings, das muss man sagen, der Euro-Yen hier in diesem konsolidierenden Charakter seine Bedeutung. Sprich, irgendwann muss ja jetzt das Dreieck mal ausgetriggert werden. Der muss ja mal irgendwo ausbrechen. So. Und wir sind schon relativ zeitlich gesehen relativ nah dran an der Spitze des Dreiecks. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruches ist sehr, sehr hoch. Und vor dem Hintergrund, dass wir aktuell hier noch keinen Ausbruch gesehen haben und fast das Dreieck schon in der Spitze verlassen, muss man jetzt damit rechnen, dass er sich tatsächlich in eine Seitwärtsphase entwickelt und praktisch das Dreieck hier die Bedeutung verliert. Noch ist es aktiv, bärisch wird es unter 141 japanischen Yen pro Euro, bullischer wird es hier über 142,50. Hongkong-Dollar, japanisch Yen, Ausbruch gestern vertagt, ist aber noch nicht vorbei, denn er attackiert eventuell heute wieder die 13,25er Marke, 13,2540, und auch da wäre nochmal der Ausbruch hier tradebar. Vorausgesetzt, wie gesagt, er kann hier nochmal anziehen und auch diese letzten Hochs nach oben hin ausnehmen. Australisch-Dollar, Schweizer Franken, haben wir einige Fragen zu bekommen. Da hatten wir unsere Long-Prognose hier ja geäußert. Der ist auch noch weiter long. Jetzt nur kurzfristig wird es ein bisschen, ich sage mal, risikovoller. Denn er hatte immerhin hier diese Seitwärtsphase, an die er genau jetzt rankommt und auch testet. Das bedeutet, erst ein Ausbruch über diese letzten Tiefs, beziehungsweise hier in dem Fall Hochs,
Konkret über die Marke von 0,8218 wäre Platz nach oben bis in den Bereich von 0,8270. Und das große Kaufsignal entsteht letztendlich, wenn wir hier diese letzten Hochs aushebeln, ausnocken würden und über 0,8322 ansteigen könnten. Ansonsten ist heute Vorsicht geboten. Falls heute nochmal ein Pullback kommen sollte auf das Dreieck, dann wäre auch hier nochmal im Bereich der 0,8098, runden wir auf 0,81er Marke, eine starke Unterstützung zu finden. Dann zu den Aktienindizes. Der DAX heute ein wenig schwächer, kann das Gap hier wieder schließen und startet momentan hier begrenzt den Tag. Warum begrenzt? Nun, hier haben wir eine gute Unterstützung im Bereich von 9.530 Punkten, 9.540 Punkten. Sollte es da heute nennenswert runtergehen, erwarten wir hier einen Gap Close bis in den Bereich von 9.460 Punkten und ein Pullback auf diese abfallende Trendlinie. Das heißt, der Markt wird vermutlich eine fallende Tendenz aufweisen. Sobald es unter 9.530 Punkte geht, dann bis in den Bereich von 9.460 Punkten. Hier könnte dann ein erster Abpraller erfolgen. Und sollte es dann letztendlich unter 9.430 Punkte gehen, sehen wir hier dann fallende Kurse bis in den Bereich von 9.360 Punkten. Alles in allem, solange er sich über diesem letzten Tief hier aufhält, um das mal ein bisschen klarer zu machen, hier oben, solange er sich hier noch aufhält, hat er die Möglichkeit, weiter ansteigen zu können. Allerdings nur maximal bis in den Bereich von 9.650 Punkten. Sollte die 9.650er Marke heute gebrochen werden, dann ist Potenzial bis in den Bereich von 9.718 Punkten. Interessant ist heute nicht nur der deutsche Leitindex, sondern auch der letztendlich englische DAX, wenn Sie so wollen, der FTSE 100. Wir haben hier zwei interessante Level, die man traden kann. Auf das eine Ausbruchsniveau sind wir ja eingegangen, aber sowohl hier das eng gestoppte Long Scalp Setup über 6.775 Punkten ist interessant, als auch natürlich hier unten der Pullback auf die große Seitwärtsphase. Beides tradebar, beides interessante Charts oder Situationen in dem Fall, die man hier letztendlich ja, versuchen kann umzusetzen. S&P 500 weiterhin momentan seitwärts eingekesselt von oben, 1900er Marke, auf der anderen Seite gut unterstützt, 1857. Das heißt, der pendelt hier we mehr oder weniger seitwärts, müsste man auch untergeordnet sehen, ganz genau. Man sieht hier Richtungslosigkeit. Da ist es sinnvoll, immer noch den Ausbruch, die endgültige Bestätigung abzuwarten. Vermutlich die bullische, ähnlich geht es da im Dow Jones. Auch hier, er drückt nach oben, aber der finale Ausbruch fehlt. Das könnte heute der Fall sein. Letztendlich muss man sagen, sind wir nur 150 Punkte entfernt. Das ist nicht allzu viel. 150 Punkte bei einem Index von 16.700 Punkten grob ist prozentual, wie gesagt, da machbar am heutigen Tag. Aufgrund des Marktmusters, steigende Tiefs, gleichbleibende Hochs, ist ein gewisser bullischer Druck vorhanden. Es bleibt aber dabei, Korrekturgefahren sind vorhanden, solange wir nicht über 16.650 Punkte ansteigen können. Das Risiko muss man nun mal hier heute akzeptieren, vielleicht durch die Nachrichten um 14:30 Uhr, durch die FED-Pressekonferenz um 20 Uhr ändert sich das Bild. Ansonsten, das war's von meiner Stelle aus. Ich wünsche Ihnen heute viel Erfolg, gute Handelsentscheidungen, good Trades und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.